So, und herzlich willkommen wieder zur Call of Duty, einer neuen Folge. Und diesmal versuchen wir es besser zu lösen. So, beide oben. Oh, Granate. Ja, dann geht's wieder hier wunderbar los. Uiuiui. Dich kriegen wir und dich auch. Wunderschön. Bam. Damit hat er nicht gerechnet. Ich habe ich auch schon gesehen. Und ich auch. Na, so. Wieder einer weniger. Jawohl. Und? Kuckuck. Hier durch das Tor. Na? Ich hab's. Da war er schon tot. Hier entlang. Auch wieder schön inszeniert. Was? Was für ein Lackshirt. Muss man schon sagen. So. Wunderschön. Und ob ihr das habt. Das Geschütz ist gepanzert. Wir müssen es flankieren. Mitchell, den Kampfwagen flankieren. Wir sind auf dem Weg. Los, hinter den Bastard! Das war's mit dem Geschütz. Saubere Arbeit, Mitchell. Das stell ich doch auch mein. Z-Truck biegt nach Westen auf den Liberty Highway ab. 500 Meter. Wir sind gleich da. Munition. Wir müssen über diese Mauer. Machen wir es sofort. Nur noch schnell schauen, ob wir auch alles haben. Diesmal hat hier wohl kein Laptop zum Aufsammeln. Nein. Dann klettern wir mal nach oben.
über die Straße! Auf die andere Seite der Straße, Mitchell! Über die Straße! Das bei dem Verkehr. Auf die andere Seite der Straße, Mitchell! Jetzt wird das Ecto Kampfskelett gut mit dem Sprungmodul. Auf die andere Seite der Straße, Mitchell! Hundili. Z-Truck nähert sich der Position. Verstanden, Prophet. Mitchell, zu mir. Komm du zu mir. Der Truck müsste jetzt zu sehen sein. Ich sehe ihn. Jung. Keine freie Schussbahn. Scheiß drauf. Bringen wir es hinter uns. Spring! So. Schalte die Geländewagen aus! Gideon, wir haben Sichtkontakt zu dir verloren. Verfolge Ziel nach Süden. Organisier dir einen fahrbaren Untersatz und folge mir. Boom. Roger. Nähe bleiben! Hep. Bam. Freiflug. Nice. Nipf. Und da waren wir zu langsam. Freiwurf. Jetzt. Sehr schön. Feindlicher Heli! Ausschalten! Jetzt! Eine falsche Taste. Das war die falsche Taste.
So. Alle, hopp. Nicht schlafen. Es ist erst vorbei, wenn ich es sage. Bitte sag mir, dass er am Leben ist. Ganz locker. Er atmet. Noch. Was wollen die überhaupt mit dem Typen? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Das geht nur das Hauptquartier an. Bist du zufriedener, Johnny? Du hast gehalten, was du versprochen hast. Heute gebe ich einen aus. Gar nicht übel, Mitchell. Hervorragend, hätte ich das sagen. Bessern kann man leider nichts, da wir nur einen Punkt haben. Und ab zur nächsten Mission. Bei Atlas lief es anders als bei den Marines, aber das hat mich nicht gestört. Leben stehen auf dem Spiel. Die Streitkräfte von Atlas schreiten schnell ein, um die Geiseln zu retten. Verdammt nochmal, Gideon. Du bist ja fast ein Filmstar. Kein Unsinn. Ist vermutlich das erste Mal, dass dein Hinterwäldler Arsch einen sieht, der noch alle Zähne hat, aber reg dich nicht auf. Das ist echt witzig, weil deine Mutter... Wow. Seht ihr diesen Scheiß? Nicht übel, was? Du hattest Glück. Die KVA wird immer besser. Was wurde aus dem Kerl, den wir aus dem Wasser gefischt haben? Eins hat ihn übernommen. Ist mir recht. Krass, Mann. Einfach krass. Bleib locker. Bleib locker. Was können wir für Sie tun, Sir? Fürs Erste reicht ein Glas. Das geht noch besser. Setzt euch, Jungs. Beim Militär gibt es ein Sprichwort. Behandle deine Männer wie geliebte Söhne und sie folgen dir ins tiefste Tal. Ich verlor meinen Sohn. Und jetzt weiß ich, es zählt jeder Moment. Du musst sagen, was gesagt werden muss, solange du kannst. Ihr habt einen großartigen Job gemacht. Lagos bietet fantastische Perspektiven für Atlas. Und dafür danke ich euch. Auf euch, Männer. Das Feiern tat gut. Aber Gideon hatte recht. Es war reines Glück. Und die KVA wurde immer besser. Und setzte sich täglich größere Ziele. Dann versuchen wir sie mal daran zu hindern. Ares 2er, bitte visuellen Überblick über Planquadrat. Bitte bestätigen. Seht ihr das auch? Okay. Verlässliche Daten.
Daten zeigen, dass die KVA eine Kernschmelze im Reaktor auslösen will. Wir starten im südlichen Hof und rücken dann nach Norden vor. Wir beenden es im Kontrollraum. Los in Position! Deaktiviere Tarnung. 2-3, halten wir uns immer noch an die eingeschränkten Einsatzrichtlinien, aber... Negativ, keine eingeschränkten Einsatzrichtlinien, 2-4. Freigabe für alle Ziele, over. Das wird ein Spaß, Mitchell! Wie Korea! Nur mit mehr Strahlung! Was für ein Spaß! 2-4, Bodenluftrakete auf 12 Uhr abgefeuert, over. Kontakt! Zu stecken. Wir rücken mit ihnen zum Zielgebäude vor. Yes, sir. Abrücken! Feuer frei! Boost-Sprung aktivieren! Schönes Schutzschild. Hiermit verabschiede ich mich für diese Folge und hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!